Kollektivkater. Alles ist persönlich. Rosa ist auch persönlich. Rosa ist sehr persönlich. Rosa war zusammen mit meiner Urgroßmutter auf der Schule. Und sie hatte nicht, sie war nicht so nett, sagen wir so. Sie war a bitch. She was a bitch. Und die Geschichte ist so, dass Grigori Zinoviev, weißt du, wer das ist? Ich habe das im Vorfeld recherchiert, ja, ich kannte ihn nicht, aber man müsste ihn kennen. Das ist der Großonkel von meiner Urgroßmutter. Und der war jünger als Rosa und als meine Urgroßmutter, weil der war, der kam von einer Seite der Familie, eine andere Geschichte, aber to make a long story even longer, Grigori Zinoviev hat, nachdem Rosa ermordet ist, hat ihren Namen richtig schlecht gemacht, ihren Ruf richtig schlecht gemacht in Russland. Und meine Urgroßmutter erzählt, dass ein Grund war, weil er wusste, dass er so schlecht, also dass sie so schlecht sie behandelt hatte. Nicht nur, weil er wollte natürlich sich hochdings, aber der Crazy Story ist, und das habe ich gestern entdeckt, ich habe per Facebook-Chat mit meinem ersten Freund gesprochen. Und der ist ein Arzt. Und er kommt aus Russland. Der lebt in Israel jetzt. Und er hat sehr viel Wissen über Poesie und über Sachen. Und wir haben über Corona gesprochen. Aber ich wollte wissen, was er weiß über Zinoviev. Und dann hat er gesagt, Zinoviev? Ich kenne jede Sekunde in dem Leben von diesen Menschen. Ich habe gesagt, wieso, was passiert? Zinoviev ist dein Großonkel. Ne? Mein Großonkel, also der Großonkel von meiner Urgroßmutter. Und dann hat er gesagt, weißt du, wer ist Zhdorv? Nein. Wer ist Zhdorv? Ah. Dann müssen wir jetzt aufhören. Wir müssen jetzt dieses Gespräch beenden. Du musst erstmal recherchieren, wer das ist, und dann können wir miteinander sprechen. Und ich habe geschaut, und das ist tatsächlich ein sehr kleiner Mann, der war der Kommissar, der Chef von der, bevor der KGB, wie hieß das, KND oder K-something. Und das war ein Mensch, der hatte 2,5 Millionen Menschen auf seinem Gewissen, der hat unterzeichnet, dass so viele Menschen ermordet. Also richtig übel. Und dann haben wir wieder einen Chat aufgenommen mit meinem Ex, der heißt Boris. Und Boris hat mir gesagt, dass dieser Mensch, dieser Job, der hat Zinoviev erschossen und hat die Kugel behalten. Der hat die Kugel behalten in so ein Tuch, und dieses Zhdorv, das ist sein Großonkel. Mein ersten Boyfriend, Großonkel, hat erschossen mein Großonkel. Und man sagt, er hat 32 cm Penis, der Zhdorv. Und so hat er sich durchgefickt zum Hoch. Und
Und jeder, mit dem er Sex hatte, hat er besorgt nachher, dass er in Sibirien landet. Damit er das nicht weitererzählt. Ja. Aber mein Ex hat nicht 32 cm Penis. Das kannst du bestätigen. Ja. Der ist auch nicht so, der ist deswegen Arzt geworden. Ich sage, alles ist persönlich, weil so viel Schuld und spielt eine Rolle in solchen Entscheidungen. Und ich bin einfach baff. Seit gestern, ich bin komplett baff von dieser Geschichte. Denkst du, das ist der Grund für eure Trennung, von dem ihr damals nicht wusstet? Ja. Also wir hatten, das ist der einzige Person, mit dem wir richtig gewalttätig waren. Der hat mich richtig geschlagen und dann habe ich ihn geschlagen. Und diese Gewalt, es war so viel Leidenschaft, aber es war so viel Gewalt. Und das war nicht erklärbar. Und ich glaube, das hat damit zu tun. Der wusste nicht, dass der Genovia der Großonkel von mir war. Ich wusste nicht, dass Jov war sein Großonkel. Ich wusste nicht, wer Jov ist seit gestern. Also seit gestern weiß ich das. Und das ist. Hat deine Großmutter dir denn von Rosa erzählt? Also deine Rosa von der anderen Rosa? Meine Urgroßmutter war schon sehr alt. Sie ist schon gestorben in der 60er. Ne, weil sie ist ungefähr so gleich wie Rosa. Sie war sehr alt, aber ich kannte sie nicht. Aber mein Großvater, der kannte diese Geschichte. Also zwischen dieser Streiterei, dieser Rivalität. Und der hat immer gesagt, dass Rosa ist eine Fotze. Da hat es ihm so, auch so gesagt, ist eine Fotze. Aber, und das war, sage ich, alles ist persönlich. Also ist natürlich ihre Erbe, ist, wir wissen, aber ja. Und wenn du jetzt heute Rosa Luxemburg liest? Ich liebe sie. Sie hat ein Temperament, das ist genau, das liegt mir. Und es tut mir wirklich leid, das ist so eine Geschichte. Ich glaube, dass sie auch uns geflüchtet hat, meine Familie, von ihrem Grab. Das ist ja verflucht, sie hat noch verflucht, dass sie wusste, dass es so ein Ding ist. Und du könntest jetzt den Fluch vielleicht lösen, den Familienfluch. Ja. Vielleicht ist es deine Aufgabe, den Fluch, den Rosa Luxemburg über eure Familie ausgesprochen hat, zu lösen. Ja. Vielleicht musst du jetzt irgendein Ritual vollziehen. Ja. El Melech Neman Oy Adanuga Oy Nishmata Yekara של רוז לרוז לרויז חן רויז חן רויז חן רויז חן קליין אני גוגאי מצטער נושב אני בדם תגל שול בלבול בלה עם הספרים שלה הדברים שלה והדברים שלה Shadim, 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 shadim. Eru et paneichem. Izru, izru, izru. Lavi et agula lechoiz, 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 lechoiz. שרבו לרבכם ולבלם מל לבלית שם ולמין דרו ולבלי שם ולרמון מגרלו של הלב ובגן רוזה רוזה שמנדכם על הדין שנשנה 32 סנטימטר היי תשאל ולרן ודלי שנתם ולבל שנתם אוי
ganz viele Ränge mit. Oi, sie Lechem, Lechem. Ich wollte sagen, dass alles ist persönlich. Ja, ja, natürlich. Ich wollte sagen, dass alles ist persönlich. Ja. So nehme ich das wahr, der Politikum heutzutage. Dass alles ist persönlich und es ist wirklich wie Leute, die Lebensmittelladen haben und Fisch verkaufen. Und jemand kommt und die schreiben das auf und er zahlt nicht. Mhm. Und es sammelt sich so ein Ärger nach einer Weile. Ja. Und das sind alles solche Kleinigkeiten. Was weiß ich, welche Pussy wen geleakt hat damals und welche Konflikte entstanden deshalb, weil es nicht geleakt worden oder welche Schwänze wurden geblasen und welche nicht und warum sieht das so alles heute aus? Und dann bleibt der Hass die nächsten 100 Jahre. Ja. Und übrigens, was wahr ist, ist, dass Zinoviev, der hat die Grundlage von dem Konflikt zwischen England und Russland bis heute gelegt. Er hat die Grundlage gelegt. Mhm. Und so jemand zu haben in der Familie ist auch nicht eine große Ehre. Das ist, macht schon so, das, okay, lieber, ne, weil wir hatten gestern ein Gespräch. Der ist Arzt geworden, mein Ex, weil er wusste die Geschichte von Zhdov, der 2,5 Millionen Menschen erlegt hat. Und deshalb ist er Arzt geworden. Und er hat gesagt, wenn seine Geschichte ein bisschen anders verlaufen ist, dann konnte vielleicht auch Politiker werden. Mhm. Und auch vielleicht diesen Weg gehen. Hm. So ist eure Familie jetzt entpolitisiert? Ihr haltet euch daraus für die nächsten 120 Jahre. Poesie. Ich bin für Poesie. Für Poesie.